Hallöchen, Freunde, und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tears of the Kingdom. Wollt ihr mal was Schönes sehen? Wollt ihr mal was Schönes sehen? Aha! Das sind ja interessante Punkte hier überall auf der Karte, die ich hier markiert habe, ne? Ich war fleißig. Das dürften alle Brunnen sein, die noch fehlen. Oh Gott, das ist so viel. Achso, ich habe übrigens nicht nachgeguckt, wo der Schrein ist. Finden wir schon irgendwie selber raus. Oder auch nicht. Mal schauen. Ja, ich würde jetzt gerne, wenn ich schon mal hier in der Nähe bin, irgendwie auch gerne den da holen. Aber ich glaube, dafür muss ich, das dauert länger, als wenn ich mich jetzt irgendwo hinporte. Na gut, Leute, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Let's go. Ich habe überlegt, schneide ich es raus, schneide ich es nicht raus? Wie mache ich das? Und ich habe mich dafür entschieden, ihr kennt mich. Ihr wisst, was passiert. Wir schneiden nicht raus. Zumindest fange ich jetzt mal so an und ich gucke mal, wie es läuft. Ich kann mir halt vorstellen, dass es gar nicht so lange gehen wird. Ne, man muss ja wirklich einfach nur da einmal dran vorbeilaufen. Wenn natürlich direkt sowas passiert, ist natürlich wieder scheiße. Und ich nicht rauskomme. So. Muss wieder hinten da. Ich kann ja mal hier ändern. Zack, da würde ich dann quasi genau weiß, wo ich lang muss, und dann kann ich den auch mal eben entfernen. Dann denke ich auch dran, die wegzumachen. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee, wenn ich den einmal mal austausche, den nächsten. Extreme Kälte. Ach, ist mir doch egal. Halalala. Boy, oh boy. Da ist er. Ja, ich habe jetzt vielleicht nicht immer ganz die exakt richtige Stelle markiert, ne, aber darauf kommt es ja nicht an. Vom Brunnen am Rhinospass. Sehr schön. So, Moment, machen wir noch so. Geht schneller. Flop. Okay, nächster ist hier. Na dann direkt hier in Porten, würde ich sagen. Oh Mann, das werden viele Ladescreens, die wir heute sehen. Naja. Ja, gibt es auch noch was zu berichten? Tatsächlich eine Sache. Ich habe mir eine neue Capture Card bestellt und die ist auch schon angekommen. Ich war jetzt allerdings zu faul, die aufzubauen. Ne, ich habe jetzt gerade gedacht, komm, ich nehme jetzt erstmal die Folge noch schnell auf. Damit ich das quasi schon mal von der Backe habe. Oh, ich spawne hier immer nämlich. So scheiße. Och nee, komm ich auch nicht raus, ne? Sowas ist doch scheiße, Mann. Ich will doch einfach nur. Oh. Kann ich hier irgendwie drauf stehen oder so, mal ganz kurz? Ja, okay, sehr schön. ja. Ja, werde ich gleich mal schön aufbauen. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es funktioniert. Alles. Problemlos. Naja, wenn nicht, habe ich jetzt so nur noch meine, ne? Also. Wir sind nicht gänzlich aufgeschmissen. So. Die will ich. Oder will ich erstmal die? Ne, ich will die hier. Die andere kann ich mich dann wieder hinporten. Lal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 a. Ja, insgesamt sind es ja, glaube ich, 4 oder 58 Brunnen, aber ich habe ja schon welche, also ganz so viel sind es nicht. Aber um die 30 werden es schon sein. Aber das passt schon, das kriegen wir schon hin. So, oh, kein Ausdauer mehr. Da. Fling, Brunnen der Tabantadorf-Ruinen. Oh Mann, ey, ist das ein Busy Work, ey. Unfassbar. Ach ja, ach ja, ach ja. Wenn die Ladescreens nicht wären, ne? Die sind, glaube ich, so wirklich das größte Problem hier in der ganzen Geschichte. Das Nervigste. Ich meine, ich porte mich ja irgendwo immer in der Nähe, also hoffe ich irgendwie, dass es nicht ganz so lang dauert. Und tatsächlich sind die Ladezeit im Spiel ja gar nicht so lang. So verhältnismäßig. Also als Beispiel, Pikmin 4, was ich hier ein bisschen gespielt habe jetzt, das ist deutlich, also das hatte richtig üble Ladezeit am Anfang erstmal. Der ist einfach zugefroren. Naja, juckt mich nicht, um ehrlich zu sein. So, dann mal, ja, da oben hin, ne? La, 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 la.
Gibt's irgendeine Möglichkeit, wie man schneller durch die Welt navigiert? Fährt, aber es ist halt nervig, weil jedes Mal, wenn ich die Pforte, ist es weg. Mir irgendwas bauen. Aber auch das ist dann weg, sobald ich mich wegporte. Und ich habe nicht genügend Sonanium, um mir das mal eben ganz schnell wieder herzurichten. Das ist alles ein bisschen doof. Sagen wir, wie es ist. Ups. Und kann ich von hier sehen? Oh, ich habe ihn genau markiert. Alter. Bin ich gut. Ich sehe schon, wie ich dann fertig bin und mir dann ein Brunnen fehlt. Ich sehe das schon. Aber ich will es nicht sehen. Lalalala. Oh. Der ist auch zu, aber da kann man reinballern. Ach ja. So, da können wir direkt weiter hinlaufen, denke ich. Geht wahrscheinlich am schnellsten. Traurigerweise. Oder gibt es irgendeine Kleidung, die vielleicht. Nee, ich glaube nicht, ne? Klettertempo. Aerodynamik. Schleichen. Nichts, was mich schneller laufen lässt. Gab's da nicht mal irgendwas? Was das tatsächlich tut? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, wir haben doch gleich schon vier Brunnen. Ist doch easy. Von, keine Ahnung, 40 oder so. Höchstens. Dann geht die Folge 7 Minuten. Oh, oh. Na gut, ich habe am Anfang noch ein bisschen gelabert. Ich würde das schon gerne auch in der Folge hier schaffen. So. Damit ich euch nicht noch länger damit belästige. Oh, ist das weit weg. Was habe ich mir dabei gedacht, da hinzulaufen? Aber wie sonst? Hätte doch Ausdauer skillen sollen letztes Mal, damit ich ein bisschen länger rennen kann. Naja. Unterwegs ein paar Sachen sammeln. Auch wenn ich es gar nicht mehr brauche. Ey, sah auf der Minimap halt so nah dran aus, ne? Jetzt ist es einfach so weit weg. Da, fuck. Uff, Alter. Da. Oh, ein bisschen daneben gedrückt. Naja. Oh, scheiße, da war irgendwas Neues. Schade. So, der irgendwas Ebene. I don't care. Achso, da direkt der nächste. Ja, es wäre eigentlich schön, irgendein Thema zu haben, über das ich reden kann, ne? Aber ich weiß nicht was. Bandschrein in der Nähe, sag es nicht. Ich weiß nicht was. Denn momentan ist alles ziemlich langweilig. So, Brunnen der Ulmo-Anhöhe, der Elmo-Anhöhe. Ja, dann mal hier hin, ne? Guck mal, da haben wir direkt ganz viele hintereinander wieder. Ist auch super.
Ich hoffe, das reicht, ne? Nicht, dass wir noch in die Brunnen rein müssen, aber nee, ich glaube nicht. Wir müssen die nur auf der Karte markiert haben. So, ich habe tatsächlich einige Brunnen echt bei den Stellen übersehen, ne? Das ist auch irgendwie interessant. Was auch immer ich mir dabei gedacht habe. Flum. Ah! Brunnen am neuen Stall von Maritta. Bin ich mit dem da schneller? Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. Doch, ich glaube schon, weil man kann ich auch. Boosten kann ich nicht, ne? Bin ich mit dem schneller? Ich erkenne es leider nicht wirklich. Es kommt mir aber irgendwie ein bisschen schneller vor, tatsächlich. Tja, was ist Hinox? Nee. Na, Bro. Du bist mir egal, um ehrlich zu sein. Ich renne mal weiter. Hinox. So, den haben wir. Herrlich. Moment, erstmal. Ja. So, direkt ein paar Meterchen weiter ist schon der nächste. Ich bin begeistert. Oh, ich habe mich boarden können. Da bin ich doch so schneller. Ich weiß es nicht. Das loote ich jetzt. Ein paar Pfeile vielleicht? So, dann mal, ja, weiter ins Innere, ne? Spähposten, das ist tatsächlich am krankesten. Das ist tatsächlich am Spähposten durch den Brunnen. Den ich irgendwie nicht geholt habe. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß nicht, wo der ist. Vielleicht im Untergrund. Oh. Irgendwo am Rand. Ach da, guck mal. Ey, habe ich die nie aktiviert? Was ist denn da los? Da gehe ich sogar mal rein. Ich gehe da nicht rein. Okay, so. Haben wir den auch. Boah, so viel. Naja, eigentlich, ne? So viel ist es gar nicht. Komm, ich mache jetzt erstmal die drei hier oben, weil dann ist so oben rechts schon mal alles weg. Oh, der ist, glaube ich, ätzend. Kann ich hier irgendwie von oben runter? Nö. Ist doch alles scheiße. Ah, mein Muskelkater tut immer noch weh. Ist immer noch da. Es war jetzt ein Tag später, aber es schmerzt immer doch. So.
Oh, ein Drache. Oh, das ist sogar ein Drache, den ich brauche. Okay, das ist ja sogar eine gute Höhe eigentlich. Naja, weiß ich nicht so ganz, weil ich mich jetzt eben wieder ganz schön nach unten bewege, aber das ist Zelda. Ach, Zelda. Ach, ich baller Zelda trotzdem ab. Ist das Zelda? Ich bin mir echt immer nicht sicher. Ich knall das Viech jetzt trotzdem ab, ist mir scheißegal. Mach ich keinen Hehl draus. Das ist irgendwie eine doofe Höhe. Warte mal. Habe ich irgendwie einen Scharfschussbogen? Angriffskraft. Haltbarkeit. Nö. Hätte vielleicht vorher speichern sollen. Okay, aber auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Klaue. Behaupte ich. Nicht wegrollen. Weißdrachenklaue. Scheiße. Ja, Zeldas Klaue habe ich gefunden. Toll. Jetzt habe ich Zelda auch noch wehgetan. Hier ist ein Schrein. Das ist ja auch mal wieder hochgradig interessant. Ja, grob mal die Richtung Kochtopf hin. Mann, oh, dann krieg ich schon so einen Drachen und dann ist es nur fucking Zelda. Weißdrache. Mhm. Ein weißer Drache. Kein weißer Drache, ein weißer Drache. Obwohl es jetzt Triforce der Weisheit hat. Aber nicht das Triforce der Weisheit. So witzig. Bin ich eigentlich schon? Ich bin. Oh, na Kackhöhe, glaube ich. Na, mal schauen. Ah, da scheint es zu sein. Ja, was ist das hier überhaupt? Voll der abgelegene Ort irgendwie. Ganz gruselig hier, wenn ihr mich fragt. Da kriegen wir auch einen Namen. Alpa Dorfruin. Alpa. Hm. Okay, cool. Haben wir den auch. Dann, ja, weiter hier hin. Tja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich weiß nicht, was ich noch groß erzählen kann. Ist einfach der wieder vom Stall war. Aber es geht doch halbwegs voran. Das ist doch in Ordnung. Ich kann damit leben. Ein bisschen ist halt auch der Gedanke, dass ich jetzt, wenn ich hier alles onscreen mache, dass man auch mitkriegt, wenn ich halt irgendwie mal was finde oder so, ne? Ein Krog oder so. Oder ein Drachen zum Beispiel. Damit das auch ja nicht vergessen wird. So, da komme ich ja jetzt wieder nicht schnell hin, wa? Na dann. Rennen wir mal schnell hin. Weil ich wahrscheinlich, wenn ich sogar einen Krog finde, also wenn ich eins zum Transportieren finde, werde ich ihn auf gar keinen Fall transportieren. Ach, das ist der am Platz hier, ne? Genau, da habe ich mich auch gewundert. Hier beim Projektgelände ist noch einer. Ja, das wollte ich gerade sagen, wenn ich jetzt hier eins zum Transportieren finde, dann werde ich ihn sowieso ignorieren. Aber wenn ich halt einen, weiß ich nicht, so mal auf dem Baum finde, auch da kann ich mir vorstellen, dass ich den dann vielleicht, ja, gar nicht unbedingt mitnehme, weil ich mir denke, ich will ja die Brunnen heute schaffen. Aber wir werden sehen. So. Die Stellen, die ich markiert habe, müssen nicht immer unbedingt genau da sein, wo der Brunnen ist. Aber ich habe ihn gefunden.
Long. Brunnen am Projektgelände. So, ach, das waren schon alle drei. Waren schon alle drei? Bin ich gerade dahin Ach so, klar. Zack, zack, zack. Ja, ja, doch. Oh ja, war einen guten Vierer. Das Schöne ist, wir kriegen am Ende auch nochmal schön Geldbelohnung, wenn wir hier die ganzen Brunnen abgegeben haben, ne? Das ist doch toll. Okay. Fangen wir ganz oben an. Hey! Nicht unnötige Ladezeiten hier triggern. Das muss nicht sein. Hui! Nicht ins Wasser fallen, wobei ich ja glaube ich einfach durchlaufen kann. Ja. So. Mein Gott. Ich will da immer gar nicht. Ups. Gar nicht rein. Einfach in diesem Sumpf vier Stück. Scheint wohl mein Dorf gewesen zu sein und dann ist alles untergegangen. Tja, passiert, ne? Was sagt die Folgenlänge? Oh, scheiße, die Hälfte Strom. Und ich glaube, ich habe weniger als die Hälfte. Naja. Oh, oh. Kann ich hierbei stehen und laufen? Ich hoffe. Ja. Oh, Alter, sind das viele. Okay, Ach, da ist der Brunnen. Ach Gott. Brunnen auf, Sautz. Ich habe halt so nach einem, nach so einer Überdachung gesucht. Und ich habe sie nicht gefunden. Es ist so schön, dass man in dem Spiel einfach die ganzen Materialien einfach mitnehmen kann. Und dass man irgendeine Duck-Animation und eine Einpack-Animation und einfach so plopp. Okay, wo habe ich den denn markiert? Der ist ja wahrscheinlich eher hier, ne? Ja. Nö! Nö! Ich helfe dir nicht. Lalalala. So, dann noch einmal dahin. Wahrscheinlich ist man sogar gleich schnell. Ich habe es mit Absicht gemacht. Oder so ein Zwischending zwischen Rennen und Gehen, sodass man sich auch gar nicht entscheiden kann, was man jetzt davon nimmt. Lalalala, lalalala. Ich laufe ziemlich viele Leute durch den Sumpf. So, da ist er, okay. Der Brunnen fällt, ich komme noch nicht drauf klar. Was das für eine dämliche Quest ist. So, dann... Ja, komm da mal hin. Oh, ich teleportiere mich sogar mit dem Ding. Oh nein, da war ein Drache da oben. Ich hoffe, das war ein... Ich hoffe, das war Zelda. Für uns alle hoffe ich, dass das nur Zelda war.
So, Kakariko, ja, genau, da fehlt nämlich auch noch ein Brunnen. Das ist auch ganz wilde Geschichte. Sehe ich ihn schon irgendwo? Ah ja, da. Ja gut, in der Ecke war man aber auch wirklich irgendwie nie, also. Ist es schon okay. So. Gar nicht lange überlegen, schnell machen. Wieder mal überlegen, ah, will ich da jetzt hin? Wo ist es am klügsten? Einfach machen! Es geht schneller. Als wenn ich stundenlang darüber philosophiere, wo ich mich jetzt hinporte. Ah, boah, ist das langweilig. Sagen wir, wie es ist langweilig. Ich wünschte, es wäre anders. La, la, la. So. So. 19 Pfeile nur noch. Uff, Alter. Aber dafür habe ich Geld. Ah, denk mal nicht, ich gebe Geld aus für Pfeile. Nee, 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 nee. Hi, Beaverrock. Beziehungsweise, ja doch, so halt heißt du, ne? Mir gefällt es prinzipiell immer ganz gut, wenn es nach unten geht, weil dann kann man immer so ein bisschen fliegen, was das schneller geht. La 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 la. Ich sehe den Brunnen jetzt noch nicht. Aber der wird da schon irgendwo sein. Ganz klein. Am Wein. So klein ist er gar nicht. Ah, doch ein Verschmutzter. Voll von Miasma-Scheiße. Ihhh, will ich gar nicht mit zu tun haben. Gut. Weiter. Ey, guck mal, das sind doch gar nicht mehr so viele, ey. Krass. Mach ich mal. Oh, das ist auch wieder so eine Kackstelle, weil man hier nirgendwo... Ne, weißt du. Ja, ihr wisst schon warum. Ich mach's ein bisschen durcheinander, ne? Aber das ist in Ordnung. Was ist wie so ein Baum aufgestanden gerade? Lalala, schalalala, balala, Mama, Lama. Ich bin ein Lama. Ich schmecke nach Toastbrot. Keine Ahnung, Mann. Ich muss auch irgendwas hier tun und erzählen. Es ist so sterbenslangweilig. Ich will, dass das Spiel endet. Ich sage jetzt, wie es ist. Ich will so langsam wirklich, dass das Spiel endet. Aber ich freue mich auf die Schreine, tatsächlich. Die Schreine komplettieren. Da habe ich Bock drauf. Können wir noch mal ein paar coole Rätselschreine hoffentlich auch bekommen. Dazu. Was ist denn das hier so? Oh. Ein Denkmal jenen sehen, die die Verheerung von unseres Zelda. Nett. So, irgendwo hier ist ein Brunnen, habe ich gehört. Hallo, hallo, wo ist denn der? Ach, leck mich jetzt weiter, please. Wenn man die Brunnen nicht findet, ist halt scheiße. Sagen wir mal, wie es ist. Ach, da. Da ist er ja. Brunnen der Rauru-Dorf-Ruine. Rauru. Jetzt komme ich hier nicht raus, weil es regnet, oder was? So. Dann jetzt mal dahin. In Hyrule-Stadt. Oder den Ruinen von Hyrule-Stadt. Oder wie auch immer das hier heißt. Ich glaube, Ruinen von Hyrule-Stadt. Hyrule. Irgendwie habe ich echt Probleme mit Hyrule auszusprechen. Irgendwie kriege ich das nicht mehr so gut hin. Hyrule. Hyrule. Ist doch nicht so schwer. Rule. Rule.
This is my rule. Hyrule. Das hört sich so komisch an. Hyrule. 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 Wie komisch Menschen jetzt sagen, ne? Nee, 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 sowas machen wir nicht. Und dann gibt es noch Low Rule. Da gibt es einen Link Between Worlds. Das ist ja auch, wenn ich mal spielen muss. Wollen wir über die Zukunft von Zelda-Projekten reden? Also als nächstes wird ja dann auf jeden Fall, also was heißt auf jeden Fall, ich lege meine Hand lieber nicht ins Feuer für solche Aussagen. Aber mein Plan ist es auf jeden Fall, dass das nächste Zelda-Spiel Majora's Mask werden zu lassen. Das habe ich ja schon mal im Stream gespielt, erinnert euch? Damals hatte ich das Live-Let's-Play-Konzept noch nicht. Und habe damals aber auch, deswegen ist es gar nicht so schlimm, weil ich habe es dann wirklich nur casual durchgespielt. Any percent, und ich will natürlich im Let's Play immer schon 100% ballern. Okay. Und, ja, genau. Wird dann so 100% Let's Play. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil Majora's Mask Game Mechanics, die bringen mich ja immer wieder ein bisschen an meine Grenzen, weil dieser Zeitdruck und so, das macht mich immer ein bisschen fertig. Aber dann habe ich zumindest tatsächlich, wenn ich das habe, habe ich alle 3D-Zeldas. Habe ich alle 3D-Zeldas Let's Played. Und dann geht's weiter mit den 2D-Zeldas, ne? Und ich denke mal, ich habe ja schon Link's Awakening gespielt. Und ich denke mal, ich mache dann weiter mit A Link to the Past, weil das habe ich ja nie gespielt. Was schon irgendwie ein kleines, kleiner Frevel ist auf jeden Fall. Ja, und dann halt mal gucken, ne? Dann, je nachdem, was mich so als nächstes interessiert. Ich denke vielleicht sogar Minish Cap dann, weil ich habe irgendwie echt Bock auf Minish Cap. Das interessiert mich echt. Gibt es noch so die Oracle Games. Gibt es natürlich noch die beiden Four Swords. Die mich auch durchaus interessieren. Weil ich gar nicht weiß, wie ich dann Four Swords am besten spiele. Ich muss aber überlegen, da gab es ja... Gibt es ja, glaube ich, für den GBA. Es war ja so eine Beilage zu. Beziehungsweise Beilage. Es erschien ja zusammen mit der Game Boy Advance Version von A Link to the Past. Wobei ich bei Link to the Past auf jeden Fall die Super Nintendo Version spielen werde, weil die Game Boy Version leider ein bisschen shitty ist. Weil die den Soundtrack komplett verkackt hat. Oder was heißt verkackt? Der Game Boy Advance hat ja leider so einen kackigen Soundchip. Sodass sich das alles ein bisschen kacke anhörte. Und das merkt man in dem Spiel leider sehr extrem. Ja, und hier. Deswegen werde ich schön die Super Nintendo Version spielen. Sieht auch ein bisschen schicker aus, finde ich. Ja, Oracle, Four Swords. Ah, die beiden DS-Spiele. Boah, ich glaube, die kommen ganz zum Schluss, ey. Die habe ich irgendwie. An denen habe ich echt so gar nicht Interesse, muss ich sagen. Oder wenig. Wobei ich es mir ja sogar schon auf der Wii U gekauft habe, bevor der Store geschlossen ist, ne? Damit ich sie quasi schon mal habe. Auch downgeloadet, also selbst wenn das irgendwann nicht mehr geht, sollte das dann noch. Also ich sollte sie noch spielen können. Ja, und dann gibt's ja dann noch die ursprünglichen, also die, ne, Zelda 1 und 2. Ja, Zelda, ja, werde ich auf jeden Fall mit Komplettlösung und ganz viel Safe State spielen, weil kannst du ja nicht mehr wirklich gescheit spielen heutzutage. Ja. Dann, ich habe ja gerade schon, ist mir gerade eingefallen, hier Link Between Worlds, habe ich gerade vergessen, das Spiel, vielleicht spiele ich sogar nach Link to the Past direkt, das ist gleich so direkt schon Nachfolger, ist eigentlich ganz cool, weil ich habe an dem Spiel echt Interesse. Was hast du denn hier? Mit Pilz dran. Okay. Und Triforce Heroes gibt es ja auch noch, ne? Ja, dafür braucht man Freunde, ne, braucht man nicht unbedingt. Four Swords kann man, glaube ich, auch komplett alleine spielen. Weiß nur nicht, ob es dann so spaßig ist, aber ja, muss man mal gucken. Das ist alles Zukunftsmusik, aber ich will auf jeden Fall, ne, mal ein bisschen häufiger jetzt auch wieder Zelda-Spiele spielen. Also vielleicht auch mal so mindestens einmal im Jahr ein Spiel, weil sonst kommen wir nie voran. So zwischen, ja, wann habe ich Wind Waker gespielt? 2000, ja, letztes Jahr, oder? 22 oder war das schon 21? Ne, weiß ich gar nicht. Und davor habe ich ja, war das letzte Breath of the Wild, das erschienen ist. Also mal entspannte 4 oder 5 Jahre dazwischen. Meine, ich stimmt gar nicht. Link's Awakening, ich laber scheiße. Link's Awakening war ja 2019 noch. Ach, egal. Ach, was auch immer. Zumindest, dass es mal ein bisschen flotter vorangeht. Aber wenn wir die 3D-Zeldas durch haben, dann haben wir die längsten Zeldas sowieso durch. Dann dauern die meisten eh nicht mehr so lange. Und dann natürlich immer die, wenn sie halt erscheinen, ne? Zum Release und so. Oh, jetzt komme ich hier nicht rüber, oder was? Ach, come on. Komm schon! Danke. Ba, 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 ba.
Lalala. So, 35 Minuten, aber wir sind auch bald fertig. Es ist wirklich nicht mehr so viel. So, weg damit. Der ist ein bisschen schade. Guck mal, ey, wir sind fast fertig. Ich bin so richtig horny jetzt schon. Ja, eigentlich bin ich schon nah genug dran, ne? Ja. Gott, dann rennen wir. Dann ist jetzt nochmal ein bisschen Weg. Aber es geht schon klar. Boom, ba-dum, boom. Dö-dö-dö-dö-dö-dö. Ich wette, ich habe irgendein Zelda-Spiel vergessen zu erwähnen. Aber eigentlich Handheld-Spiele, beziehungsweise 2D-Spiele. Zelda 1 und 2, Link to the Past, Link's Awakening, das habe ich ja schon. Immer werde ich wahrscheinlich nochmal das Remake spielen, aber ja, das ist ganz entfernt. Die beiden Orakel-Spiele, Minish Cap. Ja, die beiden DS-Spiele. Also Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Mm. Und dann halt die 3DS-Spiele Between Worlds und Triforce Heroes. Joa, mehr gibt es glaube ich nicht. Wieder so ein Vergilbter hier. Ekelhaft. So. Dann jetzt dahin. Schon mal ändern. Die letzten paar sind alle gut gestackt aufeinander. Guck mal, haben wir echt gut echt eine Folge damit gefüllt. Geil. Ist doch schön. Passt doch. Also es war jetzt wirklich eine langweilige Folge, dafür entschuldige ich mich ein bisschen. Aber zumindest, muss ich jetzt weniger arbeiten. Sonst hätte ich es halt geschnitten und dann hätte ich ja die gleiche Arbeit gehabt und dann wären es halt nur 20 Minuten gewesen, dann hätte ich halt noch weiter aufnehmen müssen. Und ne, ihr wisst, meine Zeit ist manchmal ziemlich begrenzt. Deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass ich jetzt nicht noch diese zusätzliche Arbeit habe. Und es gehört halt dazu. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass ich vielleicht auch öfter mal Drachen sehe und so, also, aber ich gucke halt, glaube ich, viel zu sehr in den Himmel dafür. Oh, die Drachen, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so ätzend wird mit den Drachen. Okay, ich hoffe auch wirklich, dass wir gleich alle Brunnen haben. Und dass ich nicht mal irgendwann in Gedanken einfach nur so diesen Wegpunkt abgelaufen bin und dann quasi schon umgedreht bin. Ich möchte nicht ausschließen, dass das mal passiert ist. Deswegen. Ach, hier ist ja auch noch einer. Na komm, machen wir den mal schnell. Ja, beim nächsten Mal dann. Eigentlich würde ich echt gerne die Drachen machen, aber. Nee. Nee, dann fangen wir nächstes Mal wirklich mit den Schreinen an. Dann werde ich bis zum nächsten Mal dann das gleiche wie mit den Brunnen hier machen, nur halt mit den Schreinen, die noch fehlen. Ich werde aber versuchen, die selber auch abzuklappern, aber ich werde dann leider schon relativ schnell wahrscheinlich merken, dass alle im Untergrund sind und ich die scheiß Eingänge nicht finde. Aber dann kann ich ja relativ einfach googeln. Also ich muss einfach nur das Gebiet suchen und dann ist das zum Glück auf der einen Internetseite auch markiert. Also mit einer Karte. Das ist schön. Weg damit, so. Da bin ich 5 Millionen Mal lang gelaufen, ne? Oh, na gut. War das hier oben vielleicht was? Ja, guck mal, perfekt. Geht viel schneller. Voll in der Palme drin. Etwas verpixelt. Grab ein Loch, Bello. Brrr. Na, bin ich da gerade runtergerutscht?
da oben drauf? Da ist er oben drauf, ne? Tatsächlich. Einfach hier oben. Ist ja auch geil. In Brunnen können auch mal Schreine drin sein, ne? Wo ich das hier so sehe. Komischer Brunnen. Das ist eine Feenquelle. Ach, hier sind wir zu schnell. Gut, jetzt nur noch der Haufen hier. Ja, geil, Alter. Dann haben wir es gleich. Hoffentlich. Dann weine ich ein bisschen. Oh. Ja, doch scheiße hier. Komm nicht einfach raus. Oh. Das nervt immer. So. Raus aus diesem Saftladen hier. Und hier sind schon einige Brunnen, die ich habe. Alles zugesprenkelt hier, oder was? Ist ja bescheuert. Okay, ja, hier offensichtlich. Und am Merbo-Hochland. Ja, dann gehen wir mal hier hin. So. Sehr schön, dass die letzten paar jetzt wirklich so nah beieinander sind. Für mich zumindest. Flump. Brunnen von Nadia. Und da hinten noch. Nordbrunnen von Adia. So, und nur noch der hier. Na komm, bauen wir uns. Dauert ein paar Sekunden wahrscheinlich nur. Müsste ja alles noch im Puffer sein. Denke ich. So, nicht der Brunnen da direkt, oder? Gut. Das war, glaube ich, sogar notwendig. Da mussten wir, glaube ich, rein für... Ja, ja, das war der Turm, ne, wo wir da rein mussten. Ja, ja. Da ist er, direkt beim Viech. Ups. Vorvieh gedroppt, Alter. Insane. So. Das war's. Noch kurz checken. Ich hab niemanden, ich hab keinen vergessen, oder? Sieht gut aus. Sieht alles abgearbeitet aus. Gut. Dann gucken wir mal. So. 24. Also haben wir jetzt 8. Nein, 34 haben wir gerade abgeklappert. Na gut. So, die ist ja irgendwo am Spähposten, hat sie gesagt. Na genau. Ach so, im Brunnen, na klar. Hätte ich mir den mal für den Schluss aufheben sollen. Hätte ich Zeit gespart. Ach, Leon. Was kannst du eigentlich? So, ich habe alle Brunnen besucht. Oh, bitte. Wehe, da fehlt jetzt was, ey. Das ist so, oh ja, ein Brunnen noch. Hm. Naja, selbst dann kann ich es halt rausfinden, was es ist, ne? Aber es ist trotzdem ätzend dann. Hi.
Hey, du bist es. Richtig, alte und benutzte Brunnen haben ihren besonderen Charme, aber auch ganz neue, wie die sehen. Interessant. Sag, bist du zufällig hergekommen? Hier, genau das. Muss jetzt 38 Mal drücken. 34 Mal. Vielen Dank, jetzt weiß ich von 33. Es ist wirklich passiert. Es ist wirklich passiert. Ich kotze ab, Alter. Boah, jetzt. Oh, ja, gut. Das ich, ja. Dann habe ich wieder was zu tun, ne? Bis zum nächsten Mal. Nochmal alles abklappern. Boah, ich habe bestimmt bei irgendeinem Markierten bin ich nicht richtig hingelaufen. Oh, leck mich doch am Arschloch. Oder habe ich jetzt doch irgendwo eine Markierung noch übersehen? Nee, ich glaube nicht. Aber interessant, dass sie gerade von irgendeiner, von einem Gerät gesprochen hat. Kann man das irgendwie, kann man Brunnen abfotografieren und dann in den Scanner da packen oder so? Okay, Leute, das war schon mal wieder, oh, Griff ins Klo. Naja, gut. Ich gucke die Seite nochmal ganz genau durch. Dann weiß ich es hoffentlich beim nächsten Mal. Jetzt hier oben? Ja, die habe ich ja, ne? Genau. Oh. Ah! Irgendwo. Ja, im Dorf hier gibt es, glaube ich, irgendwie gar keinen, ne? Das fand ich irgendwie auch interessant. Ah, na gut. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.